Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play von meinem Modpack zu Minecraft. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen und ja, wir können schon starten. Ich habe das Texturepack von Flows HD, 128 Bette. Ich mache kurz noch die Musik noch ein bisschen leise. So. Wir sind hier in einem Biom von Biomes O'Plenty gestartet und ja, sieht nicht schlecht aus. Ja. Es fehlt noch jemand. Hi. Hallo Emmerdam. Ja, ich sage mal herzlichen Dank für den Emmerdam. Er hat dieses Modpack für mich designed von den Launcher. Und ja, die Mods habe ich mal ausgesucht und er kann dann auch ein paar Mods noch reintun, wenn er will. Jo, was gibt's noch zu sagen? Wir werden jetzt einfach mal diesen Mod hier antesten, dafür so ein Test-Let's Play machen. Und ihr dürft gerne Feedback über diesen Mod, auch für das Let's Play und so, sagen. Und ja. Okay, das Modpack heißt vorübergehend einfach Dragos Modpack. Kann jemand gerne einen Namen für dieses Modpack nennen? Wir machen noch mehrere andere Modpacks und ja. Ja, Emodam, erzähl du mal, was du so vorhast. Ja, ich hab vor. Kannst du dich ein bisschen lauter stellen? Besser? Ein bisschen zu laut. Okay, ich habe vor, einen eigenen Launcher zu machen. Noch jetzt wieder ein bisschen lauter, bitte. Ich habe vor, einen eigenen Launcher genau zu machen mit Visual Basic, wo man dann verschiedene Modpacks auswählen kann. Die werden dir dann auch gleich installiert. Also so Feed the Beast Technik, Launcher-artig. Genau. Nur ich komme noch nicht so ganz gut mit Visual Basic raus, weil ich bin noch nicht ganz der Brown Visual Basic. Und da vielleicht, wenn jemand von euch Visual Basic kann, schreibt mich ruhig an. Gut. Ja, der Kanal von ihm ist unten im Video verlinkt, also da könnt ihr gut ihn anschreiben. Und ja, beginnen wir das Let's Play. Wir haben Monster ausgemacht, also auf Peaceful. Wir werden es so bald wie möglich anmachen. Wir haben leider noch nicht die Modpacks dafür, dass es andere Monster gibt oder so. Aber ja, kommt dann alles. Von Timecraft gibt es schon andere Monster, aber von so richtig ganz neue Monster gibt es noch nicht. Also gibt nur Wisp und so. Okay. Ich werde vielleicht auch so kleine Mods selbst machen, die das alles noch ein bisschen abrunden, manche Mods, weil, wie man ja selbst kennt, fehlen bei manchen Mods so ein paar Blöcke oder. Und das kann man auch dann auch sehr gut selbst machen. Es gibt leider nur hohe Bäume, aber bitte fällt die Bäume ganz, okay? Ja. Und einfach die ganz großen Bäume nicht anrühren. Wir haben den Timber-Mod noch nicht drin, aber wir machen es so bald wie möglich rein. Ja, das sind bis jetzt 22 Mods. Unter anderem auch Optifine und Minimap. Und ja, wir hoffen, dass es sehr schnell mehr wird und dass ihr sehr gute Vorschläge für Mods habt. Ja, ich werde alle Mods unten in die Videokommentare verlinken. Da dürft ihr das gerne noch anschauen, bevor ihr unseren Mod installiert oder so. Aber es ist easy und wir werden das Modpack dann in Mediafire hochladen. Ja, sobald wir natürlich die Rechte uns da besser informiert haben, vielleicht auch noch die Rechte besitzen, ist in unserem Modpack sozusagen freizugeben. Ja. Und wenn ihr das Modpack mal antesten wollt, bitte nur für den Eigengebrauch, damit wir auch nicht so viel Stress bekommen. Und wir werden es immer wieder pflegen und verbessern, also kein Problem. Was machst du? Hey, du steckst irgendwie in der Leerte hin. Was machst denn du? Der Busch tut mir weh. Hä? Ich hab gar keinen Busch hier. Hast du ihn schon abgebaut? Okay. Ja. Also ich habe 14 Holz. Hast du auch irgendwie so viel? Ja, 14. Ja.
Jo, dann werden wir uns mal ein bisschen reinbuddeln. Wir können hier gleich rein. Wollen wir hier gleich ein Haus bauen? Ja, einfach mal ein Starthaus. Okay. Wir werden mal schauen, wie es bei den anderen Leuten so ankommt, diese Gegend. Und wenn wir, ja, wir können auch locker in ein anderes Biom gehen. Kein Problem. Ja, oder Drago, du tust, ich mach mal das Starthaus und du tust mal so ein bisschen erkunden, wo wir uns genau, lassen. Ja. Ich bin sowieso nicht so, ich baue es am Anfang vor allem nicht so gern mit den Rohstoffen, die von Ort sind. Da bist du viel besser. Ich mach mal ein Crafting Bench, eine Werkbank auf Deutsch. Ich habe es auf Deutsch genommen, manche Sachen sind noch nicht auf Deutsch. Wenn es Sachen nicht auf Deutsch gibt, dann können wir das auch easy selber übersetzen, also ja, für das Modpack. Wir machen es so, dass wir das Modpack, ja, dass wir alle Modpacks in verschiedene Sprachen ausdenken, da können wir dann für die anderen Sprachen, die wir nicht beherrschen, andere Übersetzer einstellen. Und ja, ich habe mal eine Holzspitzhacke gemacht. Du kannst eine Max dann aus Stein machen. Ich werde gleich dir kurz drei Steine geben. Mhm. Ich baue erst so ein ganz kleines Stadthaus mit vielleicht 5, 6 Truhen. So, bitteschön. Dass wir dann mal ein großes haben. Mhm. Ich habe schon eine sehr gute Idee. Ja. Ich baue es mal hier, was weiß ich, da vorne hin. Ja, das Let's Play zum Server wurde leider momentan ein bisschen gestoppt, weil wir ein bisschen Stress mit dem anderen haben, dem Gamersucht X, aber ja, wir werden sobald wie möglich auch das wieder weitermachen, kein Problem. Da gibt es ein paar Konflikte, die noch unklar sind, die noch geklärt werden müssen. Ja, aber nee, das sagen wir jetzt nicht, das sind zum Schutze von Gamersucht X. Ja, und vielleicht ist es ja auch... Ja, also ist nichts Schlimmes, also ist nicht wirklich nichts Schlimmes. Ja. Muss nur geklärt werden. Genau, wir haben hier... Ist das Stein? Das sieht so hell aus. Wir haben leider noch den Damage Indicator... Nein, nicht den... Doch, Damage Indicator. Mod haben wir noch nicht drin, den machen wir sobald wie möglich rein. Du machst... Eine Geheimbasis. Wird voll stylisch. Okay, cool. Also wir machen einen Ofen. Wir machen ja einen Ofen momentan noch. Haben wir noch ganz zu wenig. Wir machen eine Steinspitzhacke. Und Holzkohle. Ja. Eine Schaufel. Ja, das reicht. Ah, noch eine zweite Steinspitzhacke, weil wir gehen einige Zeit nach unten. So. Wir haben noch, ich habe noch zwei Steine übrig. Der Rest kannst du dann gebrauchen. Ja, ich werde es sowieso gleich brennen. Weil ich baue sehr gern mit Steinziegeln. So, jetzt geht's. Ja, da kannst du Holzkohle herstellen. Ich habe zu wenig Holz dafür. Ja. So, was haben wir denn hier? Kupfererz in Gelb. Okay. Kann man das nachschauen kurz? Hast du Whitelist an? Nein, aber das wird auch nichts machen, weil das ein Server auf meinem PC ist und sich die IP jeden Tag ungefähr einmal ändern wird. Und also es wird keiner drauf kommen, deswegen sind ja auch nur 3 Slots. Ja, aber mach dann trotzdem eine Whitelist. Okay. Das ist einfach zur Sicherheit. Okay, ich gehe kurz raus, zeige die Mods. So, wir haben Optifine, Minecraft Coder Pack, Forge Mod Loader Pack. Also Mod Forge Loader, Minecraft Forge, Too Many Items, BS, PKRS, Core, Direction Hood, Alternate, Terrain Generation, Backpack, Biomes Oplendi, Buildcraft, Industrial Craft 2, Foresty for Minecraft, Mistcraft, Slabcraft, Staircraft,
Timecraft, Sans Minimap noch drin. Also diese Mods haben wir drin. Und ja, das wird euch auch unten im Video, in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. So, dann starten wir mal wieder den Server. So, gehen wir wieder in den Server rein. Was erzählt der Drago schon wieder für Blödsinn? Total. Total behemmt, hä? So, nein, nein. Ich hab mich versprochen. Ja, es leckt manchmal ab und zu, aber das ist einfach, weil immer dann nicht so gut. An was liegt das, Internet oder? Ja, Internet. Ja. Hauptsächlich. Und auf an meinem PC. Aber das ist sehr selten, also kein Problem. Ja, das ist ein Ember, ein, ich weiß es nicht, wie er so auf Deutsch heißt, aber den können wir noch nicht abbauen. Den brauchen wir dann fürs Forschen. Und wenn ihr Wünsche oder Vorschläge habt, nur ab in die Kommentare, ich werde alles beantworten und anschauen. Und Demodam darf auch gerne beantworten. Ja, klar. So. Eisen haben wir schon mal. Wir könnten dann auch eine direkte Mine machen nach unten, oder wir können Minecart machen oder so. Ja, könnte machen. Aber wenn wir nicht da bleiben, dann müssen wir sonst noch nichts. Ja, das ist jetzt nochmal vielleicht ein Haus für 10 Folgen. Dann. Ja. Es kommt darauf an, wie viele Biome wir in der Nähe haben, oder ob wir irgendwo anders wohnen wollt. Also, dass wir irgendwo anders wohnen. Ich werde nachher die das Licht, also die das Lichtlevel ein bisschen höher stellen. Momentan habe ich es auf 100%, also hell. Weil ich einfach nicht gerne anfange und das ist alles überall finster und wir können, müssen unbedingt Fackeln an, haben und so. Weil eben, wie ihr seht, wir haben noch keine Kohle gefunden. Und ja, ist nicht so gut, wenn wir dann alles finster haben. Aber wir sind sowieso nicht nachtblind und so, dunkelheitblind. Wir sind die Superseher am Start. Wir verlernen das Leid in ein paar Folgen, aber tut uns leid. Falls ihr euch wundert, dass wir too many items haben, das wird natürlich nicht bleiben, es wird natürlich not enough items reinkommen. Genau. Weil bei too many items kann man eigentlich nur cheaten und man kann keine Crafting-Rezepte sehen und not enough items ist eigentlich besser. Es ist ein bisschen schwer zum Installieren, darum haben wir es noch nicht reingetan. Es ist wirklich alles noch in der Pre-Alpha. Und ja, es wird alles noch verbessert. Und vielleicht kommen wir, ja, wie schon angesprochen, neue Mods, wo noch niemand hat, rein. Also, ja. Und die Mods werden dann auch kostenlos zur Verfügung, also einzeln zur Verfügung stehen und ja. Ich höre schon Lava. Wie viel Zeit sind wir denn? Sorry für den das Hintergrund-Gemiaue. Aber leider ist meine Katze die ganze Zeit am Miauen. Die ganze Zeit. Die muss immer, wenn sie reinkommt, kurz mir Bescheid sagen. Ah, ich bin wieder da. Ich musste zuerst Terror machen. Ja, kein Problem. Also Moment kurz,